Yo, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal, wenn du mich noch nicht kennst. Mein Name ist Julian, ich bin seit 7 Jahren DJ. Mit der Zeit kam Grafikdesign, Foto sowie Videografie dazu. Und heute möchte ich über ein Thema reden, was in der Videografie ein Muss ist. Viele machen das schon, viele haben noch keinen Plan davon. Ich rede über Color Grading. Ich werde dir gleich am PC zeigen, wie ich das mache, wieso das überhaupt Sinn macht. Und ich werde das in 4 Teile unterteilen. Einmal, wie findet man richtig? Dann kommt Color Correction, dann kommt erst Color Grading und dann klären wir die Frage, was sind eigentlich LUTs? Wenn du Bock auf das Video hast, dann bleib dran und viel Spaß. So, ich bin jetzt hier im Arbeitsbereich Farbe. So haben wir hier rechts automatisch die Lumetri Farbe und hier links die Lumetri Scopes. Falls die Fenster bei dir nicht direkt auftauchen, sind die ansonsten unter Fenster, Lumetri Farbe und Lumetri Scopes. Aber was können wir damit jetzt anfangen? Mit Lumetri Scopes. Das Ganze sieht ein bisschen kompliziert aus, aber ist ziemlich easy. Das zeigt uns live vom Video, was wir bearbeiten, die Belichtung und die Farben. Im unteren Bereich haben wir die dunklen Bereiche und im oberen Bereich haben wir die hellen Bereiche. Also kannst du dir vorstellen, ist 0 die Farbe schwarz und 100 die Farbe weiß. So können wir hier in diesem Video sehen, was ziemlich grau und verwaschen aussieht, dass wir kein wirkliches Schwarz und kein wirkliches Weiß haben. Und genau das wollten wir aber auch erreichen. Wir haben alle Farben Richtung Mitte zusammengedrückt, sind uns aber jetzt auch sicher, dass wir alle Farben aufgenommen haben. So können wir jetzt in der Color Correction und Color Grading die dunklen Bereiche ändern, wie wir Bock drauf haben, genauso wie die hellen Bereiche. Wenn man mit der Kamera im Automatikmodus filmt, kann es schnell passieren, dass die dunklen Bereiche als schwarz dargenommen werden und die hellen als weiß. Und sobald die Farben die 100 hier erreichen oder die 0, dann kann man dann nichts mehr retten. So, die Farbe weiß bleibt weiß und schwarz bleibt schwarz. Und deswegen sind diese Farbprofile ganz geil, weil man drückt die Farben Richtung Mitte zusammen und hat viel mehr Informationen, mit der man jetzt rumspielen kann. So, jetzt können wir mit der Color Correction anfangen. Das ist ein Punkt, was sehr schnell geht. Da kommt es darauf an, was für ein Profil du benutzt hast. In meinem Fall war das S-Log 2 von der Sony-Reihe. Und unser Ziel ist es jetzt, das Ganze auf REC 709 zu konvertieren. Du fragst dich jetzt, was ist REC 709? Das ist so eine Art Filter, was dieses Video hier, was in S-Log gefilmt wurde, wieder zu seinen Originalfarben zurückkonvertiert. Und diese Filter können wir uns kostenlos runterladen. Da gibt es hier eine Seite. Ich habe hier jetzt einfach S-Log 2 to REC 709 eingegeben. Und da gibt es hier diese Seite. Die hat alle möglichen Farbprofile, die zu REC 709 konvertiert werden. Die Seite ist kostenlos, kann ich euch nur empfehlen. Und wie das Ganze jetzt aussieht, das zeige ich euch. Bevor ich diesen Filter anwende, packe ich erstmal eine Einstellungsebene drüber. Das könnt ihr hier mit Rechtsklick, neues Objekt und Einstellungsebene. Wieso mache ich das? Weil wenn ich jetzt mein Originalvideo schneide und im Nachhinein irgendwas ändern möchte an Farben, muss ich das nicht einzeln machen, sondern habe meine Einstellungsebene, die auf allen Videos, die da drunter liegen, angewendet wird. Ja, spart euch einfach sehr, sehr viel Zeit. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Das zeige ich euch. Ich bin jetzt hier bei Lumetri Farbe, bei Kreativ. Ich suche hier mein Sony S-Log 2 to REC 709. Einmal auf OK. Und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Einmal ohne Filter und einmal mit. Das war die Color Correction. Jetzt kommen wir zum Color Grading. So, jetzt kommen wir zum besten Bereich, nämlich Color Grading. Und um ein bisschen Ordnung zu schaffen, erstellen wir auf unserer Einstellungsebene, wo wir unsere Color Correction erstellt haben, noch eine Lumetri-Farbe, das können wir hier machen, und benennen diese in Grading. Jetzt hat diese Ebene zwei Lumetri-Farben, das können wir hier sehen, Lumetri-Farbe mit Correction und Lumetri-Farbe mit Grading. Und jetzt können wir mit dem Grading anfangen. Bei der einfachen Korrektur können wir die Belichtung nochmal anpassen.
Zum Beispiel die Weißwerte. Die können ein bisschen höher gehen, dass sie so die 100 berühren. Und hier sind die Schwarzwerte schon sehr gut. Die berühren gerade so die Farbe Schwarz. Das können wir auch hier nochmal sehen. Null ist schon echt gut. Im oberen Bereich haben wir die Glanzlichter und im unteren Bereich die Schatten. Ich würde die Glanzlichter noch ein bisschen nach oben ziehen, damit sich die Farben mehr aufs ganze Bild verteilen. Sagen wir mal 15. Und die Sättigung, die schraube ich auch immer ein bisschen hoch, damit die Farben einfach ein bisschen mehr rauskommen. Und jetzt zur Temperatur. Hier können wir entscheiden, wie kalt oder wie warm wollen wir das Bild haben. Ein bisschen Wärme könnte helfen. Und ich kann euch hier nur empfehlen, geht sehr dezent um. Übertreibt es nicht. Mit der Temperatur zum Beispiel, wenn man auf einem Video sieht, dass das Video kalt ist oder warm ist, habt ihr oft schon übertrieben. Also es sind oft die Kleinigkeiten, die man nach und nach korrigiert, die am Ende das ganze Video dann um einiges besser machen. Aber schiebt jetzt nicht ein Regler komplett nach links oder rechts, sondern alles sehr, sehr dezent. So, das wäre die einfache Korrektur. Jetzt machen wir mit Kreativ weiter. In diesem Bereich haben wir vorhin unsere Color Correction durchgeführt. Das können wir hier sehen. Bei Correction ist hier unsere Sony S-Look 2 Touareg 709 Datei. Und die wird mit einer Intensität von 100% angewendet. Das können wir jetzt hier ausstellen oder verdoppeln. Und das ist das Coole an diesem Regler. Wenn uns 100 zu viel ist, dann können wir das Ganze auf 90 lassen und das Video so weiter bearbeiten. Ich finde aber 100 schon ganz gut. Also können wir ins Grading zurückgehen und hier können wir beim Scharfzeichnen auch ein bisschen höher gehen. Das ist alles Geschmackssache. Meiner Meinung nach solltet ihr hier einmal komplett alles durchgehen, einfach gucken, was bewirkt das. Und dann kann man für sich aussuchen, brauche ich das nicht. Genauso wie Dynamik und Sättigung. Das brauche ich gar nicht. Und Sättigung hatte ich hier oben schon ein bisschen erhöht, deswegen lasse ich das hier gleich. Und bei den Schattenfarben und Glanzlichter, da kann man Effekte erzeugen, die ganz geil sind. Zum Beispiel die Schatten ein bisschen kälter machen. Und die Glanzlichter zum Beispiel wärmer. Das sind so Sachen, die sieht man kaum. Ich übertreibe das mal jetzt. Da muss man ausprobieren. Ich finde das so schon sehr, sehr gut, wie das aussieht. Deswegen würde ich sagen, lass uns mit den Kurven weitermachen. Ich bin mir sicher, dass viele von euch, die öfter schon Bilder korrigiert haben, in Lightroom zum Beispiel, hier viele Sachen wieder bekannt vorkommen. Und genauso hier, was ich hier immer mache, ist an den Ecken an meinen Punkt setzen. Und dieser Strich hier, da zeigt unten die dunklen Bereiche und oben die hellen Bereiche. Und so kann ich hier in den dunklen Bereich hier die nochmal tick dunkler machen und die hellen tick heller. Einfach um zu sehen, was ich jetzt gemacht habe. Es gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Kontrast. Hier darf man auch nicht übertreiben, da die hellen Stellen dann sehr schnell ins Weiß übergehen. Das wollen wir auch nicht. Und genauso die dunklen Bereiche können sehr schnell einfach nur schwarz werden. Hier. Deswegen alles dezent machen, nicht übertreiben. Hier in diesem Bereich kann man dann echt geil mit Farben rumspielen. Hier können wir zum Beispiel Farbtonsättigung. Hier können wir eine Farbe auswählen. Und von dieser Farbe die Sättigung manipulieren. Ich habe jetzt hier das Blau genommen. Und da kann ich das Blau jetzt einfach komplett verschwinden lassen. Oder einfach verstärken.
Genauso hier Farbton versus Farbton. Hier können wir eine Farbe aussuchen und die zu einer anderen Farbe konvertieren. Wenn uns das Blau nicht gefällt, dann können wir sagen, dann ist es so vielleicht besser. Einfach grün oder doch lieber orange. Aber hier kann ich euch auch noch empfehlen, übertreibt es nicht. Manchmal sieht das dann, wenn man ranzoomt, nicht mehr so gut aus. Genauso hier die Luminanz. Das kann man hier ganz gut erkennen. Es sieht nicht mehr so gut aus. Hier auch wieder voll verpixelt. Also wenn ihr irgendwas hier ändert, macht das entspannt, in kleinen Schritten und übertreibt es nicht. Und die zwei hier unten benutze ich persönlich so gut wie nie. Ich zeige euch mal wieso. Man kann hier die Sättigung verändern. Aber ich habe bis jetzt noch kein Video gehabt oder gefunden, wo ich das jetzt gebraucht habe. Deswegen lasse ich die zwei immer so wie die sind. Und dann können wir mit den Farbrädern weitermachen. In diesem Bereich haben wir jetzt drei Farbräder. Einmal Schatten, Mitteltöne und Glanzlichter. Und wir können jetzt wieder mit dem Schieberegler zum Beispiel nur die Schatten wieder heller ziehen oder dunkler. Wir sehen auch hier auch, dass das direkt reagiert. Und was hier auch ganz cool ist, wir können zum Beispiel nur die Schatten bläulich erstellen. Hier kann man so ganz coole Effekte machen, wie zum Beispiel für Horrorfilme. Wenn man zum Beispiel jetzt alles eher kälter haben möchte oder dunkler. Genauso kann man, wenn man am Strand filmt, alles eher wärmer stellen, als es eigentlich ist. Also hier kann man die Farben auch nochmal nachträglich korrigieren. Und wenn man noch weiter in die Materie reingehen möchte, dann kommt man zu HSL Sekundär. So, in diesem Bereich kann man wie bei den Kurven hier eine Farbe raussuchen und die hier unten manipulieren. Nur ist dieser Bereich viel, viel besser gemacht. Ich zeige euch einmal wieso. Ich markiere wieder meinen Bildschirm. Und jetzt können wir mit diesem Haken hier sehen, was hat Premiere Pro erkannt. Und das ist mir auf jeden Fall zu wenig. Wir können jetzt hier das Ganze einmal größer ziehen. So sagen wir Premiere Pro, dass wir das Ganze hier haben möchten. Und so können wir jetzt hier unten, wenn wir irgendwas verstellen, können wir sehen, dass nur mein Bildschirm verändert wird. Genauso wie Kontrast, Temperatur. Wenn ich jetzt hier irgendwas ändere, wird das auch nur auf den Bildschirm übertragen. Und so kann man auch, wie ich vorhin schon meinte, dezent, so gut wie alle Farben im Bild ändern oder korrigieren. Wenn irgendwas einem nicht gefällt, kann man das nochmal hier korrigieren. Und hier kann man halt auch sehen, was habe ich markiert, was hat Premiere Pro markiert. Weil im oberen Bereich, bei den Kurven, wenn ich jetzt irgendwas hier markiere, zeigt er mir hier die drei Punkte an, aber ich weiß gar nicht, was in den drei Punkten jetzt drin ist. Und hier unten weiß ich aber ganz genau, das werde ich jetzt bearbeiten. Deswegen finde ich dieser Bereich viel, viel besser, wenn ich jetzt Farben korrigieren möchte. Und genau, dann machen wir einmal weiter mit Vignette. Die Vignette ist, denke ich mal, für die meisten selbsterklärend. Wenn ich das hier ein bisschen runterziehe, dann werden die Ecken dunkler. Und die Aufmerksamkeit geht Richtung Mitte. Und um zu verstehen, wie die Vignette hier in Premiere Pro funktioniert, würde ich an eurer Stelle die weichen Kanten erstmal ausstellen. Und dann wisst ihr, so sieht die Vignette aus. Und so könnt ihr hier auch die Form ändern.
Und das Ganze jetzt nochmal wieder anpassen. Also hier würde ich persönlich jetzt auch irgendwas minus 0,4 machen. Maximal. Hier ist es auch das Gleiche, wenn man sieht, dass die Ecken dunkel sind, dann habt ihr auch wieder übertrieben. Hier auch in minimalen Schritten arbeiten, das hilft schon, dass die Leute eher Richtung Mitte sich fokussieren. Sowas ist komplett übertrieben. Deswegen da in kleinen Schritten arbeiten. Und ich finde das, wie das jetzt aussieht, schon sehr, sehr, sehr gut. Einmal als Vergleich. So haben wir das Ganze zurecht korrigiert. Und so sah das Ganze am Anfang aus. So, jetzt sind wir auch zu unserem letzten Punkt angekommen. Zu der Frage, was ist ein LUT? LUT ist die Abkürzung zu Lookup Table. Ihr könnt euch vorstellen, es ist wie ein Filter. Stellt euch vor, ihr macht auf eurem Handy, auf Instagram ein Bild und guckt im Nachhinein, was für ein Filter passt am besten drauf. Nur, dass LUTs viel professioneller sind. Damit wir weiterhin eine Ordnung hier haben, erstellen wir jetzt wieder eine neue Lumetri-Farbe und benennen diese LUT. LUTs kannst du dir kostenlos über Google runterladen. Einige kosten auch Geld. Aber was sie dir jetzt bringen, das zeige ich dir einmal. Wir haben hier unser fertig korrigiertes und gegradetes Video. Und jetzt bin ich hier im Bereich Kreativ und suche mir ein LUT aus. Ich habe hier die Blockbuster LUTs. Intensität habe ich auf 50. Und man sieht schon, es verändert die Farbe ein bisschen. Wir können jetzt auch hier weiterschauen. Das ist auf jeden Fall wärmer. Ich finde das sehr, sehr geil. So, Hintergrund ist leicht bläulich. Und ich habe so eine wärmere Farbe. Und im Großen und Ganzen ist es halt, wie ich meinte, ein Filter, was man nochmal drauflegt. Und das gibt dem Ganzen nochmal so einen Look. Und wenn man jetzt vergleicht, wo wir jetzt hier sind und wie das Video am Anfang aussah, sind das schon Welten. Das sind Welten. Und wir haben das nur geschafft, weil wir so gefilmt haben. Wir haben alle Farben hier reinbekommen und haben die nach und nach zurecht korrigiert. Und ja, wenn du was mitnehmen konntest, dann würde ich mich über ein Like freuen. Ich werde für mich selbst schauen, dass ich weitere Videos rausbringe zum Thema Adobe-Programme, also Premiere, After Effects, Photoshop, Illustrator. Deshalb abonnieren nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal.